Für die Stabilisation der Füße und auch für die Patellasehne haben wir folgende Übung. Das ist quasi eine einbeinige Kniebeuge, wo ihr das hintere Bein absetzt. Ihr geht so weit wie möglich runter. Versucht, dass das Knie nicht so weit nach vorne kommt, sondern dass ihr eher mit dem Becken und Gesäß nach hinten unten geht. Und geht dann mehrmals hoch und runter. Die schiefende Ebene gibt wieder einen sensorischen Input ins Sprunggelenk. Und über das Exzentrische der Oberschenkelmuskulatur haben wir einen erhöhten Reiz an der Patellasehne. Das ist ein guter Faktor, um die Beschwerden dort wegzubekommen.